Na gut, nächster Versuch. Ich habe mich wieder ausgerüstet mit allem Möglichen. Habe wieder einen HP-Drink drin. Und jetzt fliegen wir nochmal zu Gonmo. Und hoffen, dass das jetzt diesmal funktioniert. Wir müssen quasi eigentlich wirklich nur 3 Minuten überleben. Es ist aber super schwierig, wie wir gerade gesehen haben. Gerade für mich, weil ich muss die Monster die ganze Zeit wegbecken und dann zieht man plötzlich was Falsches an. Und hier ist ein Silberflügelfuchs, ein Level 48er Boss. Ist übrigens auch ein Monster. Also dieses Typ von Monster kommt hier sehr oft vor. Und so schön bei schwarzen Eisenerz, ja, würde ich gerne natürlich jetzt einsammeln, aber ist mir ein bisschen zu gefährlich. 48er Monster, die sehen aber, glaube ich, richtig schön aus, die Füchse. Oh. Naja, werden wir wahrscheinlich mit Level 40 bis mit Level 48 kennenlernen dürfen. So. Jetzt bereiten wir uns nochmal drauf vor. Und dann wollen wir nochmal mit Gonmo sprechen. Ah ne, wir warten erstmal, dass das hier, das Chaospulver sich regeneriert hat. Das ist gleich fertig. Ja, jetzt können wir, glaube ich, schon mit dem Leben überleben, bla bla bla. Und dann kommt hier direkt der Boss. Und dann haben wir hier das Monster. Können natürlich probieren, auch mit unserer 7 die ganze Zeit zu kämpfen. Aber das ist eine ganz schlechte Idee. Oh. Ich rede jetzt nicht so viel, weil es ist halt Konzentrationssache hier die ganze Zeit, natürlich. Wir sind jetzt fast tot, das ist super. Wir müssen jetzt einmal einen Chaospulver, glaube ich, nehmen. So. Wir regeln das jetzt alles über diesen Skill, über den 7. Skill, der extra für Nahenkämpfer sind, und wir sehen ja auch, dadurch machen wir auch Crits, deswegen ist das eigentlich ganz cool, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert so richtig gut. Ich bin gerade voll froh, diesen Skill zu haben. So, wir sehen hier, der Buff, der regeneriert noch die ganze Zeit Gesundheit, das ist gut. Jetzt sind wir zu langsam gewesen. Und jetzt regeneriert er nicht mehr. Und jetzt haben wir auch... Scheiße. Weg mit dir. Aber hallo, ganz schnell weg mit dir. Nee, wir sterben wieder. Boah, es gibt's doch nicht. Ah! Nee, ich würde sagen... Das funktioniert so nicht. Na, das ärgert mich jetzt richtig. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Zeit wir noch gebraucht. Ich guck mal eben in der Aufnahme, wie viel Zeit wir noch hätten durchhalten. Wir hätten tatsächlich nur noch 1 Minute überleben müssen. Das ist megamäßig ärgerlich und super schwierig mit dem Bogenschützen zu bewältigen. Definitiv. Also. Naja, ich frage mich gerade, was ich halt machen soll jetzt. Ob ich noch einen Versuch starten soll oder nicht. Und... Oh. So, wir verkaufen jetzt erstmal die ganzen Sachen, die wir hier noch im Inventar haben, die wir auch verkaufen können. So, alles reparieren. Das war schon teuer genug. Und einmal sortieren. Na, das ärgert mich. Ich dachte, wir wären ein bisschen schneller damit. Also ich starte jetzt noch einen letzten Versuch. Wenn das dann nicht funktioniert,
Dann gehen wir wieder nach Achosau zurück, würde ich behaupten, und machen da erstmal die Quest Level noch ein bisschen erstmal und dann gehen wir jetzt später wieder nach Talos zurück. Sekunde. Letzter, allerletzter Versuch. Wir müssen jetzt hier nochmal auf die Cooldown von diesem Ding hier warten. Deswegen setze ich mir jetzt hier hin und regeneriere noch ein bisschen Mana. Wir sind gleich wieder da. So, letzter Versuch. Einmal nochmal buffen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sonst kriege ich einen Anfall. So, hier haben wir den Straßenräuber. Wir werden jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur mit 7 kämpfen. Und frühzeitig. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das ist einfach falsche. Es funktioniert jetzt schon wieder. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Ich habe einfach verkackt. Jetzt muss ich nämlich schon unser letzten Chaospulver nehmen. Und ich. Es funktioniert definitiv nicht mehr. Ey, wir sind jetzt umzingelt von 3 Monstern. Ich habe einfach das Anklicken verkackt. Ey, wir werden es definitiv, es sind noch 2 Minuten. Wir haben jetzt 1 Minute gerade um. Wir müssen die ganze Zeit gegen 3 Monster kämpfen, zeitgleich. Das wird einfach nicht hinhauen und unser Buff ist weg. Also wir sind gleich schon wieder tot. Und tschüss. Ja. Oh, dieses Autofocusing. Ich habe es so falsch gemacht. Aber es bringt einfach nichts, die ganze Zeit zu sterben. Wir verlieren pro Tod 5%. Wir haben hier einen super Verbrauch gehabt. Gescheitert in Talos. Ich habe gerade echt genug von Talos. Ich gehe jetzt wieder zurück nach Achosau und werde dort ein bisschen leveln erstmal. Und dann ist auch erstmal gut. Aerobeast, zähmen oberster Kriegsherr. Sprecht mit euren obersten Kriegsherr über... Ach ja, wir hatten noch den Rang. Mentalistia können wir auch noch... Ach, und wir sprechen jetzt einfach mal mit Windelfen Hisi. Da hatten wir ja schon lange Zeit diese eine Quest. Oh, das ärgert mich so. Es ärgert mich wirklich, dass wir es nicht auf die Kette bekommen haben. Und wir haben jetzt halt auch kein Chaospulver mehr. Ich meine, ich habe noch auf meiner anderen Figur habe ich noch ein Chaospulver. Ich werde mir das jetzt auch das schon mal rüberschicken jetzt demnächst. Und ja, ich werde jetzt noch 2-3 Level leveln und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder nach Talos gehen und das letztes Mal probieren. Und hier sehen wir gerade einen aus meiner Fraktion, das ist die Yuna Darose. Erinnerung an den liebsten Lans Rückkehr. Wie geht es Lan? Was ist passiert, als er den Beutel gesehen hat? Er hat seine Erinnerung zurück und wird bald zurückkehren. Lan hat seine Erinnerung zurück, er wird bald zurückkehren. Das sind die besten Neuigkeiten seit langer Zeit. Ich weiß nicht, wie ich euch das zurückzahlen soll. Es ist Schicksal, zwei Liebende sind bestimmt zusammen zu sein. So, da haben wir endlich diese Quest beendet. Haben jetzt ein neues Item. Wir haben einen Wolkenflusshut bekommen. Das ist ein Arcana-Helm. Der erhöht unser Mana plus 30 und nochmal plus 70. Und ja, wir werden ihn jetzt einfach mal aufsetzen, weil er definitiv besser ist als dieser Helm. So, ja. Dann werde ich jetzt mal die ganzen Quests wieder aktivieren, die wir zu tun haben. Und das führt uns ja sowieso alles wieder zum Orchideentempel, deswegen renne ich jetzt mal darüber oder fliege darüber. Zum Fang der Gelehrten, zu dem Fang der Gelehrten und dem Brave Geist oder wie er heißt, ne, Brave Vibe. Und wir sehen uns gleich wieder. Ihr kennt ja den Weg. Da sind wir auch schon wieder. Haben fast unsere ganze Mana verbracht, weil ich glaube ich so lange über dem Fang den Gelernten geflogen bin. Und hier geht unser Erleuchtungsquest
der einsame Streiter weiter. Ich habe von eurem Sieg über den knurrenden Char gehört. Einfach großartig. Und der Älteste hat euch jetzt gebeten, mich zu unterstützen. Ich kann es fast nicht glauben. Was für eine Ehre. Tja, danke. Ich habe nur meine Pflicht getan. Seltsame Dinge gehen vor sich, die ich so noch nie zuvor gesehen habe. Der Älteste hat euch sicherlich schon davon erzählt. Ich untersuche die Phänomene hier bereits über einen Monat. Erklären kann ich sie mir jedoch noch nicht. Das ist sicher eine Enttäuschung für den Ältesten. Keine Sorge, ihr sollt ja es ja auch nicht überstürzen. Das ist richtig. Wenn wir das Problem jedoch nicht beheben, kommt es vielleicht noch viel schlimmer. Ist euch irgendwas etwas aufgefallen? Eure Hinweise bringen mich jedoch auf einen Gedanken. Kürzlich haben Ossein-Händler einige Heldengräber zerstört, die als letzte Ruhestätte für unsere gefallenen Krieger dienen. Das werden sie noch büßen, aber es einen Zusammenhang geben. Die Auffälligkeiten begannen zum selben Zeitpunkt, als diese Monster auftauchen. Solltet ihr Neuigkeiten haben, nur her damit. Es gibt wohl nur eine Möglichkeit, wie wir herausfinden, ob sie etwas damit zu tun haben. Wir müssen sie vernichten. Eine Lektion haben sie so oder so verdient. Geht klar, kein Problem. Was für ein unlogischer Satz, einfach, dass sie mir sagen, es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Wir töten sie einfach. Das ist natürlich der beste Trick, den man da anwenden kann. Trister Schatten. Ihr könnt es nicht erwarten, dem Brave Vibe vom Tod des blutdosenden Kadavers zu berichten. Doch schon bald stellt ihr fest, dass etwas nicht stimmt. Ihr Blick ist gläsern, ohne jegliche Reaktion auf eure Ankunft. Ich bin zurück, das Scheusal wurde getötet. Sie bewegt sich immer noch nicht. Haar und Kleidung wehen leicht im Wind, aber trotz des schönen Anblicks spürt ihr die Gegenwart von Tod, dem Tod eines Geistes. Was könnte das sein? Das Verlöschen einer Seele oder die unendliche Leere? Wieso? Was ist passiert? Die Stimme vom Tauis Reklo klingt in eurem Kopf. Mist, wir haben etwas vergessen. Kommt zurück zu mir. Es besteht noch Hoffnung, aber jede Sekunde zählt. Kehrt ihr zurück, schon auf dem Weg. Natürlich. Ich habe gedacht, wir wären jetzt fertig mit dieser Quest, da wir ja den Boss getötet hatten, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Aber nein. Jetzt müssen wir nochmal zu dem Taoisten zurück, weil er irgendwas vergessen hat. Und dann nennt sich jemand wirklich einsam. Wieso nennt sich denn jemand einsam? Das ist doch schon ein Vorgeschmack eines depressiven Namens. Das ist doch doof. Hallo, böser Bruder. Red Glow, der Taoist, nimmt einen tiefen Atemzug. Das momentane Vorgehen, das wir nicht rechtzeitig erkannt haben, ist bedeutend. Bluthosener Kadaver und hölzner Gisulota sind Brüder. Durch ihre Verbindung konnte der hölzerne Gislot den Tod vom bluthosenden Kadaver spüren. Geister sterben nicht im traditionellen Sinne. Teile einer Person leben innerhalb eines anderen Reiches auf derselben Ebene weiter. Was? Wie der Rest von uns. Ein Geist kann nur besiegt werden, wenn er von einem anderen aufgezehrt wird oder eine Seele zerbricht. Durch Aufzehren und Zersplittern wird die Kraft eines Geistes zwar zerstört, aber er hört nicht vollständig auf zu existieren. Der beschädigte Geist kann weiterleben und seine Macht wieder lang. Der hölzerne Gislot zerrt die Seele des Brave Vibes auf, um die Macht seines Bruders blutdosener Kadaver wieder zu erwecken. Wenn er seinen Plan zu Ende führt, wird er die Seele des Brave Vibes vollständig auslöschen. Geht zum himmlischen Antiken in Himmelssträne. Gut. Ja. Gut, das machen wir dann irgendwann später. Wir haben sowieso einfach viel zu viele Quests. So, was gibt's jetzt zu töten? Ossein-Händler, die sich hier befinden, die sind Level 27. Wow. Das wird sicherlich sehr schwer für uns. So, dann waffen wir uns einmal. Sammeln noch die Kräuter ein, die sich hier befinden. Für unsere Erleuchtungsfest brauchen wir jetzt noch die Skeletten Feinhandwerk und die Feinhändler. Das haben wir gerade auch erkannt. Haben wir auch gerade gelesen. Dann brauchen wir noch Fühler des Soliden Insektuin. Das ist ein komischer Name.
So, und ich glaube, ich werde hier nicht viel drauf verschwenden auf diese Monster. Okay, wir brauchen doch ein bisschen. Ich dachte, ich könnte sie mit weniger Skills töten, aber das ist nicht der Fall. Und wir brauchen aber zum Glück auch nur 5 von ihnen. Aber wir sammeln natürlich erstmal die Kräuter und dergleichen ein, was wir hier gerade so finden halt. Meine Motivation ist echt im Keller gerade. Ich sollte eigentlich... Was eigentlich bedeutet, dass wir die Aufnahme hier erstmal unterbrechen, weil ich wollte eigentlich Talos zu Ende spielen. Das regt mich so auf. Ich verabschiede mich hier nicht sehr erfolgreich. Wir sehen uns aber bald wieder. Tschüss. Guten Morgen und willkommen zurück zu Perfect World mit dabei. Heute werden sehr stark meine Vögel bei sein, Yuki und Pete. Und das, was gerade morgens sind, sie gerade wach geworden sind und man hört ja schon, dass sie relativ viel quatschen. Ja, ich habe es jetzt geschafft, wie angekündigt, dass ich, sind das nicht die Bolzen, die ich, nee, dass ich, von meiner anderen Figur, die ich noch besitze, einige Dinge rüber schicken werde. Dann hat man hier ein Zeichen, ihr habt eine ungelesene Nachricht, steht dann da, was ja auch der Fall ist. Das heißt, wir müssen demnächst noch zu einer Postbank gehen und ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde jetzt noch einmal kurz die, wie heißt die denn, die Quest, die Erleuchtungsquest ein bisschen weitermachen und dann werde ich direkt wieder nach Talos gehen, weil es nagt wirklich an mir, dass wir das nicht geschafft haben. Zumal ich jetzt wieder ein paar von dem Lebenspulver und den Chaospulver erhalten habe, weil ich ja noch auf meine andere Figur welche hatte. Von daher müssen wir es schaffen und mir ist heute Morgen mal aufgefallen. Das ist eigentlich voll krank, dass mir das so morgens mal auffällt, wenn ich gerade noch im Bett liege. Ich habe mir noch diesen schwimmenden Mantel, was auch noch zusätzlichen Schaden aufsaugen kann. Deswegen, vielleicht gehen wir auch mal zu einem Trainer. Wir haben jetzt 37.000 Nox und dann leveln wir das mal hoch und gucken dann mal, was dann damit passiert. So, ja, ich sammle jetzt hier eben noch die Dinger ein, die ich so spontan mal finde. Das waren jetzt diverse Kräuter. Bis auf das Kranichkraut. Irgendwie finde ich Kranichkraut sehr, sehr selten. So, dann noch hier den Kohlestapel. Und dann natürlich noch das schwarze Eisenerz hier. Wovon wir auch richtig wenig haben, ist Holz. Davon haben wir nur 3 Stück. Das kann eigentlich nicht sein. Und wovon man eh immer zu viel haben wird, ist Schotter. Da haben wir zwar auch erst 10 Stück, aber trotzdem, wenn wir immer zu viel Schotter haben. Ja, das wäre im richtigen Leben so. Der wird zwar mega schlecht. So. Für die Erleuchtungsquest gilt es ja, die Händler, die Usain-Händler und die... Ja, die Quest ist hier wieder nicht angezeigt. Usain-Händler und die Skeletter-Feinhandwerker zu töten. Wir haben ja jetzt schon 3 von den Usain-Händler. Hier liegt ein toter Assassine. Okay. Ich frage mich gerade, wie der gestorben ist, aber na gut.